Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Haushaltsberatungen zum Ressort Ernährung und Landwirtschaft. Was haben wir vor? Was haben wir erreicht? Die gute Nachricht im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz lautet, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit soll 5 Millionen zusätzlich erhalten. Das Bundesinstitut für Risikobewertung soll 8 Millionen zusätzlich erhalten. Das begrüßt die SPD ausdrücklich. Denn zu unseren Vorstellungen einer zukunftsfähigen Land- und Ernährungswirtschaft gehört eine adäquate finanzielle Ausstattung von staatlichen und teilstaatlichen Institutionen. Das haben wir vor im Bereich Verbraucherschutz. Und was haben wir im letzten Jahr im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz erreicht? Nix. Rein gar nichts. Herr Minister, wo sind Sie geblieben, die verbraucherpolitischen Gesetzesinitiativen und politischen Impulse aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft? Vor knapp einem Jahr haben wir an dieser Stelle über den Haushalt 2016 diskutiert. Wir von der SPD haben damals klipp und klar gefordert, wir wollen mehr Transparenz im Lebensmittelsektor, wir wollen eine klare Lebensmittelkennzeichnung, wir wollen eine bessere Information der Öffentlichkeit im Lebensmittelbereich. Stichwort § 40 LFGB steht sogar im Koalitionsvertrag, dass wir den rechtssicher formulieren wollen. Gekommen ist nichts. Wahrscheinlich kommt es am Sankt-Nimmerleins-Tag. Themawechsel. Landwirtschaft. Die Nachricht lautet, die landwirtschaftliche Unfallversicherung bekommt einen zusätzlichen Zuschuss von 78 Millionen Euro. Hört sich ja erst mal gut an, aber ist es auch gut? Nicht, dass ich den Landwirten das Geld nicht gönne, aber hilft es ihnen aus der Krise? Unsere Aufgabe in diesem Hause ist es, die Ursachen von Krisen zu bekämpfen und die Landwirte in wirtschaftlich angespannten Situationen so zu unterstützen, dass sie zukünftige Krisen ohne derartige Hilfen überstehen können. Dafür müssen zukunftsträchtige Rahmenbedingungen geschaffen werden. 78 Millionen Euro ist eine Menge Geld, die da einfach mit der Gießkanne verteilt wird. Aber für die Landwirtschaft ist es unterm Strich auch nur wieder ein paar Tropfen auf den heißen Steinen. Wir brauchen einen strukturellen Wandel in der Landwirtschaft. Es wird Zeit, Landwirtschaft aus Sicht des Verbrauchers zu betrachten. Und zwar nicht in dem Sinne, Landwirte und Verbraucher gegeneinander auszuspielen, sondern in dem Sinne, sie zueinander zu führen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Geht nämlich auch, die Redezeit einzuhalten. Danke schön. Dann hat jetzt Rita Hagel-Kehl, SPD-Fraktion, das Wort.